Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Interessenskonflikte verhindern, größtmögliche Transparenz herstellen und das Vertrauen in die Politik stärken. Das war schon unser Ziel, als wir Freien Wähler vor 13 Jahren erstmals in den Bayerischen Landtag eingezogen sind. Doch erst jetzt als Regierungspartner können wir umsetzen, was wir zuvor als Opposition gefordert hatten. Nämlich ein umfassendes Transparenzpaket auf den Weg bringen, das deutschlandweit seinesgleichen sucht. Und diese Transparenzoffensive kommt zur rechten Zeit, denn der Fall Amthor, die undurchsichtigen Verbindungen nach Aserbaidschan und der Korruptionsskandal um die Beschaffung von Masken haben das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik in den vergangenen Monaten erschüttert. Die Antwort auf all diese Skandale kann nur lauten: mehr Transparenz. Denn es geht um nicht weniger als das Ansehen von Politik und Demokratie. Und dieses Ansehen ist ausschlaggebend, damit politische Entscheidungen nachvollzogen und Beschlüsse akzeptiert werden können. Mit unserer Transparenzoffensive legen wir ein umfassendes und deutschlandweit einmaliges Gesetzespaket vor, das weit über die Vorgaben des Bundes hinausgeht. Schritt 1 dieser Offensive war die Verabschiedung unseres Lobbyregistergesetzes. In einem zweiten Schritt bringen wir mit unserem Abgeordnetengesetz neue Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtages auf den Weg. Wir verbieten Nebentätigkeiten überall dort, wo sie zu Interessenskollisionen führen können, und sorgen dafür, dass finanzielle Eigeninteressen nicht in Konflikt mit dem Allgemeinwohl geraten. Zudem setzen wir uns im Bund für eine Reform des Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung ein und führen eine Karenzzeit für Minister ein, die aus dem Kabinett ausscheiden. Alle Details zu diesen Maßnahmen und was wir zudem tun, um für mehr Transparenz im Landtag zu sorgen, erfahren Sie in dieser Ausgabe. Außerdem berichten wir in unserer neuen Nah dran vom Neustart unserer Veranstaltungsreihe Fraktion unterwegs, blicken auf unsere Online-Debatten Blickpunkt Bayern zurück und zeigen, mit welchen Maßnahmen wir den erstarkenden Antisemitismus im Freistaat bekämpfen wollen. Außerdem verraten wir Ihnen, wie unsere Klausur in Bad Windsheim verlaufen ist, und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger erklärt im Interview, warum er große Hoffnungen in die Wasserstofftechnologie setzt. Ich wünsche Ihnen wieder viel Freude beim Lesen und Stöbern. Und vor allem, bleiben Sie gesund.